Devil May Die. So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 4. Das letzte Mal haben wir in Mission 16 aufgehört, haben uns denn quasi am Ende noch mit Baria geprügelt und haben jetzt unsere nicht letzte Waffe, möchte ich sagen, für Dante bekommen. Wir machen jetzt weiter in Mission 17. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendwas zum Aufpowern habe. Das ist jetzt ziemlich lange her, als ich aufgenommen habe. Ich war einfach faul. Ach ja, genau. Scheiße, wir haben Lucifer bekommen. Ach ja, nein, Pin-Up möchte ich noch nicht haben. Ich möchte Pandora aufwechseln. Nee. Jetzt muss ich erstmal gucken. Gedrückt und dann bewegen. Dreimal nach links. Was ist das? Wenn sie Pandora, riesige Laserkanonen. Das ist beides geil, aber ich kann mir nur erstmal nur das leisten. Ich habe mir nämlich für meinen Kampfstil habe ich mir ausgesucht. Ach ja, worauf ich noch hinaus wollte. Hier haben wir das hier. Also hier aufgeladener Schuss 2. Stolze Seelen zurück. Ja, wir können nämlich auch Sachen wieder verkaufen. Und dasselbe werden wir jetzt auch bei Chaos machen und einfach mal unser Geld zurückverlangen, weil Pandora ist einfach letzten Endes die geilere Variante für alles. Und das Ding hat wesentlich bessere Power. Hier müssen wir jetzt einmal quasi den Control-Stick drehen und hier oder dann zweimal. Ich werde euch das gleich einmal zeigen. Für die beiden wie bei den anderen Schuss. Für Ebony und Ivory werde ich den ersten aufgeladenen Schuss behalten. Nur für Notfälle. Triggerheart haben wir. Ja, super, da hätte ich vielleicht auch mal gucken können. Wobei, ist es eigentlich relativ optional. Speed ist süchtig, wenn du wirklich auf einem guten Rang aus bist. Mehr Kugeln ist allgemein süchtig. Enemy Step habe ich ehrlich gesagt nie wirklich benutzt. Ich habe noch nie einen Gegner als Sprungbrett benutzt. Und Air Hike ist einfach ein Doppelsprung. Da habe ich aber auch bessere Möglichkeiten insgesamt. Aber da habe ich das auch mal gezeigt, sodass man die Sachen wieder verscheuern kann. Ich bin gerade am überlegen, wir haben sogar Teufelsteine, krank. Stimmt, den großen habe ich verballert. Jetzt habe ich noch einen kleinen und, einen mittleren und zwei großen. Ich habe noch nie einen großen gehabt. Fällt mir mal so auf, aber die sehen so schön aus, so glitzernd. Gut, wir machen dann jetzt weiter in Mission 17. Ade. Adigo, adieu. Adieu. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir ja neue Waffen. Also Lucifer habe ich ja schon gezeigt. Hier, macht eigentlich Spaß. Ach ja, das war eine große. Stimmt, das konnte man nur mit Nero machen. Das war das. Was war das hier? Achso, ich habe gerade Swordmaster drin. Pandora. Das habe ich jetzt. Das war jetzt das zweimal drehen. Das ist einmal. Ne, Quatsch. Das ist einmal. Und jetzt. Boom! Es ist einfach so geil. Oh, ich hätte gerne die Kugeln hier unten noch. Ich hätte die Kugeln gerne noch. So, aber mit Pandora werde ich auf jeden Fall demnächst mal öfter rumspielen, weil man kann sich damit echt schön auf Distanz halten. Es ist im Grunde eine echt geile Waffe. So, aber Lucifer ist genauso geil, mindestens. Diese explodierenden Speere sind einfach fucking badass. Hoppala. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich zock die in letzter Zeit nur noch Azura's Wrath als Aufnahme und habe in letzter Zeit eigentlich nichts anderes mehr zu tun, also... Ihr werdet eigentlich hier kein Skill jetzt erwarten dürfen. So. Danke. Aber jetzt möchte ich euch ja doch mal, gut. Moment. Das können wir besser. Jump! So. Ja, genau. So funktioniert das. Und dieser Laserangriff ist einfach übertrieben. So. Vor allem, diese Raketen sind erstens stark und die Minigun, die er hat, ist auch derbe übermächtig, wie ich finde. Und ich sag mal, Pin-Up ist allgemein einfach geil. Und tschüssi!
Was macht ihr denn hier? Also Lucifer ist im Grunde echt nur... Okay, ihr wollt mir... Euch will ich definitiv loswerden. Boah. Gut. So, jetzt müssen wir mal ganz länger aus... Was geht denn jetzt ab? Seit wann könnt ihr das denn? Oh Mann. Ich hasse es, wenn das passiert. Gut, gut, gut. Du willst es ja nicht anders. Okay. Ich bin ein Panzer. Und ich habe nicht genügend Ammo offenbar drin. Ja, jetzt reizt mir auch mal, ihr dummen Mistviecher. So. Ich finde hier, Lucifer ist allgemein saugeil in der Luft. Also muss ich ganz ehrlich sagen, macht in der Luft am meisten Spaß. Ich hätte dich gern zuerst weg. Wow, du lässt dich aber hier gar nicht aufhalten, kann das? So, komm, jetzt. Ihr wollt mich nerven, kann das? Ey. Komm her, du Pansen. Ich hab da was. Jetzt reicht's wieder. Ich bin so, ich saug grad so rum, ey. Das, sag mal, wie schlecht bin ich denn geworden in der Zeit? Okay, ich war schon vorher sauschlecht, aber jetzt bin ich ja noch schlechter. Was ist denn mit mir los? Sheesh. Alter, bin ich schlecht geworden. Ja, ich war ja schon vorher ein Noob, aber... Alter, ich habe ja gerade richtig unnötig Schaden kassiert. Hm, hier war doch was, oder? War das nicht? Dann halt nicht. Dann behalt's halt. Hier kann ich auch nicht mehr hoch? Hä? Ich konnte doch hier irgendwo hoch. Gib mir das. So. Naja, wenigstens können wir gleich ein paar... Nee. Darf's nicht weg. So, blöden Viecher. Tschüss! Ihr schon wieder! Geilste Möglichkeit, um diese dummen Geistdinger aus ihrem Geistmodus zu holen. Allerdings. Fetz! Ihr seht, es ist geil. Na komm her. Ich glaube, Lucifer war sogar auch ganz gut gegen diese Geistmistviecher, weil sie diese Stacheln in den Festsetzen und direkt Schaden machen. Ja, doch, kann hinkommen. Wow. Dich hätte ich gerne. Dich hätte ich gerne tot! Was geht mit dir, du Vieh? Hehehehe. Okay. Wo ist das Ding? Ach, da! Scheiße. Na, komm. Ja, geil. Es hat sich in der Wand verkrochen, das Mistvieh. Ey, hallo. Es ist einfach scheiße, weil wenn diese dummen Mistkackdinger sich in der Wand verkriechen. Nö, weißt du, so kämpfe ich nicht gegen dich. Nö, so kämpfe ich nicht, verpiss dich. Such dir jemand anderen zum Nerven. So. Wo bist du jetzt? Komm her. So, jetzt, okay. Ich weiß, Papi hatte nie für dich Zeit und bla.
Ey, jetzt reicht's mir aber auch mal mit dir, du dummen Scheißding. Ey. Es ist wie so ein kleiner Hurenbastard, der in Marvel's Capcom 3 andauernd nur irgendwelche Dive-Kicks spammt. Wisst ihr das? Oh, nee. Kann ich gar nicht drauf. Da haben wir schon was. So, gut. Diese Geister sind echt der größte Bullshit, den sie hier in das Spiel hätten einbauen können. Warum muss man Gegner einbauen, die unfairerweise sich in Wänden verkriechen können? Das ist assi. Ich bin voll. Oh, wer will spielen? Ich bin ein Panzer! Holt mich hier raus! Mip, mip! Vor allem hier, Pandora wird uns echt noch sehr hilfreich sein, in späteren Kämpfen vor allem. So, oh ja, jetzt wo wir auch Lucifer haben, hat man wesentlich mehr Möglichkeiten. Allerdings ändert das nichts an gewissen Tatsachen, dass du nervst! So. Zack, zack. Also eigentlich, du lebst immer noch? Wähl den da an. Dankeschön. Also am besten kämpft man mit Dante echt, wenn man so gut wie möglich zwischen den Waffen wechselt. So mache ich das zumindest. Also so habe ich immer gut was hingekriegt. Kommt her. Oh ja! Und da das zum Beispiel. Mit Lucifer und Pandora kann man eigentlich auch ganz gut was reißen. Na komm. Kaboom! Oder sie einfach auch schön in diese Explosivstacheln laufen lassen. Das ist auch was Schönes. Na komm. Ich weiß genau, dass da so eine dumme Klinge runterkommt. Muss mir mal merken, dieser starke Angriff ist nach vorne und das ist dieser Uppercut, genau. Och man. Was sind das? Och, ihr Dinger. Okay, ich sollte aufpassen, ich lebe nicht mehr lange. Und wir mal ein bisschen auf. Buam! Aber ich muss echt sagen, ich mag dafür hingegen die andere Waffe nicht. Also sprich unser Beowulf abklatscht. Wie das andere Ding ist tot. Dann habe ich denn das zerkloppt? Sollte mir auch relativ egal sein. In meiner momentanen Lage sollte ich alles nehmen, was ich kriegen kann. Ja, ich sollte echt alles kriegen. Und vor allem hier... Wo habe ich die ganzen Orbs her? Ich habe so viel Geld. Aber so wenig Energie und Devil Trigger. Und von meiner Zeit will ich gar nicht erst anfangen. Ich hänge hier viel zu viel rum. Oh ja, hier sieht es doch schön aus. Ein bisschen kaputt, aber mit ein bisschen Spucke lässt sich da was machen. Soll ich hier rein? Nö. Da oben durch die große Tür. Vielleicht. Nee. Ist mir zu langweilig, ne?